Die Panama-Papiere haben in den vergangenen Tagen doch sehr hohe Wellen geschlagen, vor allem in Europa, in anderen Teilen der Welt, in den USA nicht ganz so stark. Frau Navini, warum sind bisher so wenige Amerikaner in diesen Papieren identifiziert worden? Man muss davon ausgehen, dass noch nicht alle Daten ausgewertet sind, dass da noch einige Namen an die Oberfläche kommen werden. Aber Tatsache ist auch, dass diese Lawfirm, diese Kanzlei in Panama nur ein ganz kleiner Ausschnitt ist aus einem riesigen Paralleluniversum und viele Amerikaner in andere Steueroasen gegangen sind, vornehmlich auch solche, wo Englisch gesprochen wird und angelsächsisches Recht herrscht. Es wird ja auch immer wieder gesagt, dass die Amerikaner oder dass Amerika selbst eigentlich eine Steueroase ist, wenn wir da an Gegenden wie Delaware denken. Stimmt das? Ja, das ist nicht unzutreffend. Also die USA liegen ganz vorne im Hinblick auf Firmen, die Scheinfirmen gründen, insbesondere für ausländisches Kapital, was dann in die USA strömt, womit über solche Briefkastenfirmen wird ja auch viel sehr teure Immobilien, zum Beispiel in New York, gekauft. Also insofern ist es nicht unzutreffend. Steuerflucht, bezeichnen wir es mal so, ist in den vergangenen Tagen ein sehr heißes Thema auch hier an der Wall Street gewesen. Wird das Ganze auch eine große Rolle spielen beim Präsidentschaftswahlkampf? Ja, es wird den Anti-Establishment-Kandidaten wie Sanders und Trump sehr in die Karten spielen, wobei Sanders noch mehr, der ja sowieso gegen die Eliten und ihre Netzwerke schimpft und dass sie das System zu ihrem Vorteil perpetuieren. Bei Trump, Trumps Anhänger sind etwas nationalistischer und opportunistischer im Zweifel, selbst wenn sein Name auftreten würde, also Trump auf dieser Liste, würden sie wahrscheinlich ihm verzeihen und sagen, na gut, das hätten wir auch so gemacht. Gucken wir uns nochmal die Panama-Papiere an. Das eine ist es, da mögliche Sünder zu identifizieren. Die Frage ist, gibt es denn tatsächlich realistische und reale Möglichkeiten, diese Steueroasen sozusagen zu stopfen? Wichtig wäre eine Vereinheitlichung der Standards. Das hat die OECD auch angeregt. Die USA hat sich interessanterweise nicht diesem angeschlossen, auch wegen des Widerstands der Bankenlobby hier. Man müsste für mehr Transparenz sorgen. Da liegt auch ein Gesetz im Kongress, was vorschlägt, dass solche Firmen also registriert werden und eben mehr offenlegen müssen, also ein Stichwort Eigentümerregister. Aber wichtig ist, dass man es global macht, denn sonst wird es immer wieder Länder geben, wohin Leute ausweichen können. Frau Navini, vielen Dank für das Gespräch.